Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession hier bei Minecraft. Und wie man schon sehen kann, warte mal kurz, ich renne zu den Blättern hin. Oh, das Ganze ist bugfrei. Ich habe es endlich geschafft, Minecraft so hinzukriegen, dass es keine Bugs mehr hat. Also hier bei den Blättern alles gefixt. Habe ich jetzt auch die letzten Tage so ein bisschen rumprobiert, wo ich nicht zum Aufnehmen hatte. Jetzt habe ich halt auch das Textpack ein bisschen umgeändert. Also hier zum Beispiel den Zaun oder das Holz habe ich gleich gelassen vom Mieser Texture Pack. Weil ja, da muss ich mich noch erkundigen wegen dem Dingsbums. Damit das in einem ist. Und ja, dann hätte ich auch gesagt, wir rennen gleich zum Haus hin. Wir haben die letzten paar Folgen wirklich ja, uns vorbereitet, um jetzt diesen folgenden Schritt zu wagen, nämlich endlich ist es soweit, endlich muss ich dieses, aua, dieses Scheiß, aua, ah, ich bin unfähig, inkompetent zugleich, also, alter Schwede. So, das Holz kommt auch weg, weil das brauche ich nicht. Aber warte mal kurz, ich renne jetzt mal nach vorne, drücke F1 und dann könnt ihr schauen, wie geil dieses Haus abfackelt. Da 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 dam dum, da 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 dum. So, gut, dann. Oh, ich sollte mal was essen. Ah! Ich lasse das Haus dabei mal abfackeln. Ich renne mal rüber. Ja. Okay, es folgt mir keiner. What the fuck? Komisch. Komisch, komisch. Also wenn ich so schaue. Da muss ich noch beim Shader. Alter, man sieht es schon gerade ein bisschen. Der Shader ist etwas komisch. Ich weiß auch nicht warum. Was da los ist. Alter, nur irgendwie ist es so, dass es die ganze Zeit. Also wenn ich nur hier in diesem Gebiet bin, also in diesem Biom, dann ist das so ein bisschen laggy. Keine Ahnung warum. Sieht man ja gerade ein bisschen vielleicht. So. Ah, da wird es ja auch nicht besser, wenn ich jetzt da runter gehe. Auf jeden Fall, was ich jetzt mal zeigen wollte, hier. Ich habe es geschafft, alles zu sortieren. Also ich bin echt stolz auf mich. Das muss ich, dieses Lob darf ich mir selber geben. Weil das war echt viel Arbeit, muss ich schon dazu sagen. Und ja, wie gesagt, wegen den Shader-Einstellungen gucke ich nächstes Mal noch. Weil vor der Aufnahme hat das alles noch wunderbar funktioniert, aber ihr kennt das ja. Meistens bei der Aufnahme muss man dann ja, oder muss Minecraft einen wieder verarschen. Und dann hat man wieder die ganze Scheiße. So. Ich muss schon sagen, schaut richtig, richtig geil aus. Das Lager mit dem Shader-Mod. Komisch, komisch. Aber es kommt so oder so bald die 16 GB RAM rein, also von dem her läuft das dann schon ein bisschen besser. Da muss ich wieder aber so viel vorproduzieren. Egal, egal. Hauptsache ich habe dann die 16 GB drinnen. Schlecht. Alter! Ey, jetzt habe ich wegen dir die Fackel kaputt gemacht. Jetzt schauen wir mal da nach hinten. Oh, wie schön das brennt. Jetzt könnte ich eigentlich schon Dings mitnehmen. Alter, alter Schwede. Das Lustige ist ja auch, wenn ich jetzt hier auf Dings gehe, auf Optionen, Grafikeinstellungen und jetzt hier mal ganz runter gehe, dann ist es noch immer bei 10 Frames per Second. Und das ist ja normalerweise nicht so, dass man, wenn man jetzt irgendwie das Ganze runterstellt, dass man noch immer dieselben Frames hat per Second. Und das liegt, glaube ich, am Shader. Da muss ich noch ein bisschen in den Einstellungen rumspielen. So. Alter. So, dann nehmen wir mal noch ein bisschen Stein mit. Und dann nochmal da nach hinten rennen. Und schwarze Wolle mitnehmen. So. Und dann renne ich auch mal aus diesem Biom wieder raus. Ich glaube, das vermeide ich bald in der nächsten Zeit. Weil, wie gesagt, das. Komischerweise funktioniert es auch ohne Shader gerade überhaupt nicht, dieses Biom. Also alles andere geht wunderbar flüssig.
wollte ich auch nochmal so dazu erwähnt haben. Nicht, dass es dann heißt, Play, warum hast du überhaupt deine Shader drinnen? Ich habe es auch ohne Shader probiert und komischerweise hat das dann überhaupt nicht mehr funktioniert danach. Und ja. So, dalle. Da werde ich gerade angerufen, auflegen, eiskalt, abblitzen lassen, einfach nachher zurückrufen. Aber hier sieht man ja, es läuft alles wieder total flüssig, also liegt es nur an dem Biom da hinten. Auch wenn ich nur mich ein bisschen umdrehe, dann gehen schon die Frames zurück. Finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber ja, was soll man machen? So, alles, was nicht abgefackelt wurde, das baue ich jetzt mal ab. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich das abgelegt. Alter Schwede. Aber endlich ist das Ganze weg. Hier sieht man schon. Ach, ist das schön. Das ist doch herrlich. Endlich den ganzen Spalunder weg. Das wollte ich eh nicht. Alter Schwede. So, dann einfach hier alles abbauen, was ich nicht mehr brauche. Die Öfen und die Workbench werde ich dann nachher irgendwo hinwerfen, weil die brauche ich nicht. Brauche ich nie wieder. Und warum? Ach so, das war im Ofen drin. Franker Shit. So, abbauen. Und auch nochmal abbauen. Und ich merke gerade, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Den Scheiß brauche ich nicht, den Scheiß brauche ich nicht. Kann alles mal da bleiben. Ah, ich finde auch. Alter, schaut das geil aus. So, das kann ja mal ein bisschen schneller abbrennen. Währenddessen hier das Ganze abfackelt, schaue ich nochmal kurz im Dorf. Das Haus schaut ja auch auf der Minimap richtig gut aus. So gefällt es mir am besten. So, in das Dorf. Und ich wollte auch nochmal zu den NPC schauen, wie es dort ausschaut. Wie es denen so geht. Und so, oder? Da waren die ja drinnen. Aber keine Türen höre ich. Wahrscheinlich. Doch, doch. Uiuiuiui. Da sind wir schon bei 5. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also umso mehr Dorfbewohner es hier werden, umso schneller kriegen wir auch welche dazu. So, das sollte kann ich eigentlich da lassen, weil das brauche ich nicht. Oder ich mache Folgendes. Jetzt bin ich mal ein richtiger Bösewicht. Ich betreibe Pfusch am Bau. Oder baue am Pfusch. So. Ich verstehe echt nicht, warum dieser Chunk da hinten so schwer geladen wird. Richtig, richtig komisch. Also wer irgendwie weiß, was da der Fehler sein könnte, jetzt bei Minecraft, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Und hier sollte ich jetzt mal vielleicht nachhelfen, weil ich hoffe nicht, dass das vorher nochmal daherkommt. Außerdem, wenn das jetzt mal abfackelt, kann ich ja Folgendes machen. Und zwar, ich renne jetzt mal ins Haus rein. Cool, da gibt es keine Dings mehr. Keine Truhe. Und ich habe das heute gerade weggeworfen, weil ich so intelligent bin. Mann. Aber ich brauche das Haus nachher eh nicht mehr, weil das wollte ich auch wegbauen. 9. 12. Und 16. So, dann kann ich mir wenigstens mal eine Doppelkiste machen, die ich dann fürs Bauen verwende. Also halt, wenn ich jetzt dann baue, dass ich die Sachen dann immer so ein bisschen ablegen kann. Das ist so quasi meine Ablegekiste. Die klatsche ich gleich hier hin. Und dann kommt mal der ganze Stein hier rein. Alles Mögliche, der ganze Schmalunder, den ich jetzt gerade nicht mehr brauche. So, das brauche ich aber noch. Aber ich finde den Schäler schon richtig gut, muss ich schon sagen. Da helfe ich auch mal schnell nach. Zack. Gut, die Erde kommt wieder rein. Und. Ich hätte mein Feuerzeug behalten.